Also was ist? Hat Sebastian Wegener eine Chance auf Heilung oder nicht? Nils, ich hole mir seinen Kaffee. Und er steht dich hier reinzuschauen. Dasselbe nochmal. Vielleicht habe ich ja diesmal eine Glückssträhne. Unterstehen Sie sich. Also ich saß nicht in dem Wagen, der ihn vermutlich von der Straße abgedrängt hat. Danke, Patricia. Super. Vielleicht ein kleines Lächeln? Nein? Na bitte. Geht doch. So sieht man sich wieder. Du? Meine Fahrradkette ist heute wieder abgesprungen und deine Bekannte war so nett, mir dabei zu helfen. Leider erfolglos. Ja, das habe ich dir versucht, die ganze Zeit zu sagen. Larissa ist da. Hey. Seid mir bitte nicht böse, dass ich euch so überfalle. Ja, ich bitte dich, Charlotte, du bist hier jederzeit willkommen und du kannst bleiben, solange du magst. Das kleine Zimmer ist frei und ich mache Ihnen jetzt mal das Bett. Danke. Nein, ich hab doch gesagt, der Anfall war nicht so schlimm, mir geht's gut. Jetzt weiß ich auch, warum. Worauf willst du hinaus? Ich komm fast um vor Sorge. Und du bist längst geheilt? Wie kannst du mir das antun? Du bist ein dreckiger, mieser Lügner! First ray in the morning, to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ist das der Dank dafür, dass ich monatelang für dich gelogen habe? Ich kann es dir... Alle habe ich angelogen. Und nicht nur das, ich habe mich auch selbst verleugnet. Ich kann es dir Was erklären. Was willst du mir erklären? Warum du mich absichtlich quälst? Anscheinend, weil es dir Spaß macht. Nein, das tut es nicht. Warum dann? Warum weil, tust du mir das an? Weil ich... Weil was? Weil ich nicht ins Gefängnis will. Das halte ich nicht aus. Ist es nicht lustig, dass ausgerechnet Larissa mir geholfen hat? Tja, Sachen gibt's. Du hättest sie auch fragen können, ob sie hier übernachten will. Übernachten? Du, die Pension, die war echt okay. Ja, ja, da hörst du es. Ich muss jetzt mal los. Ja, du, lass dich von uns bloß nicht aufhalten. Das... Na, du bist ja sehr gastfreundlich. Aber er hat recht, ich muss echt dringend zum Training. Ich kann den Taxi rufen, wenn du willst. Das wäre super. Telefon. Das ist Telefon. Das ist im Schlafzimmer. Ich habe vorhin noch mit Coco telefoniert. Mhm. Ich hol's einfach schnell. Danke fürs Helfen. Klar. Also pass auf. Sie weiß nicht, dass wir was miteinander hatten. Und mir wäre es ganz recht, wenn es so bleibt. Okay. Und also, wir waren nicht zusammen als, Keine als wir. Sorge. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich sag nichts. Danke. Du wusstest doch, dass der Tag kommen wird. Und du wusstest auch, dass ich ihn herbeigesehnt habe. Wozu das alles? Damit du gesund wirst. Warum soll ich gesund werden, wenn ich den Rest meines Lebens im Knast verbringe? Den Rest deines Lebens? Du weißt doch genau, mit einer Bewährungsstrafe werden wir höchstwahrscheinlich nicht davonkommen. Wenn die Polizei erst mal anfängt zu ermitteln, Julia, dann...
Niemals finden die jetzt noch den Fahrer, der Sophie über den Haufen gefahren hat. Und dann sind wir dran. Warum sollen wir Sophie nicht umgebracht haben, um an das Geld der Stahls zu kommen? Wenn's blöd läuft, dann kriegen wir vielleicht 5 bis 10 Jahre, aber höchstwahrscheinlich kriegen die uns wegen Mordes ran. Ich will nicht ins Gefängnis. Glaubst du ich? Das halte ich nicht aus. Eingesperrt zu sein. Erst diese dämliche Krankheit und jetzt. Aber das war doch die Abmachung, dass wir allen die Wahrheit sagen, sobald du gesund bist. Du weißt aber nicht, wie es ist, jeden Tag den Tod vor Augen zu haben. Nein, das weiß ich nicht, aber es ist nicht fair von dir, mir Vorwürfe zu machen, weil ich die Krankheit nicht geerbt habe, sondern du. Es tut mir leid. Entschuldigung. Ich war zwar nicht krank, aber ich habe immer mit dir gelitten. Ich weiß, ich weiß. Ich bin einfach nicht so stark wie du. Unsinn. Glaubst du, Sophie wollte, dass wir ins Gefängnis kommen? Du weißt, warum wir hier sind. Was ihre Absicht war. Dass du gesund wirst. Das bist du. Ich kann es kaum erwarten, endlich reinen Tisch zu machen. Kein Aber. Ende der Diskussion. Willst du dich wirklich nicht setzen, Charlotte? Ich stehe lieber. Gut. Zurück zum Thema. Ich stelle Wegener bestimmt nicht wieder ein. Die Entscheidung liegt aber nun mal nicht alleine bei Ihnen. Glauben Sie nicht, ich bin begeistert. Ich war noch nie ein Fan Ihres Geschäftsführers. Was heißt denn mein Geschäftsführer? Ja, wer hat ihn denn eingestellt? Hört bitte auf. Wir können die Kündigung bei der veränderten Sachlage nicht weiter aufrechthalten. Ich bin nicht zwingend für eine Wiedereinstellung. Tja, dann müssen wir ihn abfinden. Nur über meine Leiche. Den Vorwurf der Veruntreuung von Stiftungsgeldern können wir ihm kaum länger machen. Wenn wir ihn wieder hier arbeiten lassen, das käme ja einem Schuldeingeständnis meinerseits gleich. Kommt gar nicht in Frage. Charlotte, ich habe nichts gemacht. Aber du glaubst ja eher Wegener und Patricia. Ja, ich meine, vielleicht finden wir ja eine Lösung, die für alle Beteiligten tragbar ist. Macht doch, was ihr wollt. Holt den Halunken zurück. Aber ohne mich. Das. Erdbeermarmelade. Ich habe keinen Hunger. Sie ist auch nicht gegen Hunger, sondern gegen Kummer. Ich weiß, Schokolade wäre viel besser. Aber die hat Andrea aufgegessen. Wer weiß, wie lange er mich schon anlügt. Vielleicht ist er schon seit Wochen gesund. Laut seiner Krankenakte ist es erst seit 2 Tagen klar, aber ich finde, das macht es nicht besser. Ich habe wirklich keinen Hunger. Beißen. Und? Viel besser. Ich kann ihn ja verstehen. Mir graut ja auch vor den Konsequenzen. Aber mir deshalb vorzumachen, er hätte immer noch Schmerzen. Das war sogar richtig mies. Danke, dass du es mir gesagt hast. Dann bleibst du bei deinem Entschluss? Es gibt keine andere Möglichkeit. Die gäbe es schon. Was, weiterhin so viel Stahl sein? Das ist keine Option. Auch wenn Sebastian noch so sehr dagegen ist, aber ich muss den Stahls einfach die Wahrheit sagen und für meine Lüge gerade stehen. Und ich stehe hinter dir.
Julia ist vielleicht jetzt schon bei den Stahls. Wir müssen abhauen sofort. Habe ich dich nicht die ganze Zeit davor gewarnt? Ja, hast du. Komm, jetzt pack deine Sachen. Ich gehe erst, wenn Friedrich Stahl und seine Sippschaft vor mir auf den Boden kriecht und um Gnade winselt. Patricia, wir haben keine Zeit für solche Spielchen und deine Rache am ach so bösen Friedrich. Nur weil du dein dummes Schwesterchen und den langhaarigen Quacksalber nicht in Zaum halten kannst, gebe ich doch nicht all meine Pläne auf. Und ich gehe auf gar keinen Fall ohne Mila. Die können wir doch später auch noch holen. Vergiss es. Du bringst deine Schwester auf Spur. Noch ist Zeit. Ich glaube nicht, dass sie sich diesmal davon abhalten lässt, die Wahrheit zu sagen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, ich kann es. Du wagst es nicht. Ich sehe doch nicht tatenlos dabei zu, wie sie mit ihrem Gutmenschentum alles einreißt, was ich mühevoll aufgebaut habe. Du lässt die Finger von meiner Schwester, ist das klar? Haben wir uns verstanden? Spiel dich doch nicht so auf. Du hattest lang genug Zeit, alles zu regeln. Wie stellst du dir das vor? Was glaubst du wohl, wird passieren, wenn sie erst bei der Polizei war? Wie lange wird es dauern, bis sie herausgefunden haben, wer so viel Stahl überfahren hat? Ja, deswegen müssen wir abhauen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dir ist schon klar, dass Mord nicht verjährt. Dir ist klar, dass ich dich in der Hand habe? Willst du mir drohen? Ich habe immer noch dein Geständnis. Ja, wenn dir sonst nichts einfällt. Ich warne dich. Wenn Julia auch nur eine Sache zustößt, wenn sie einen Unfall hat oder irgendetwas ist, was ihr nicht bekommt, ist das klar? Ja. Gut, dann geh packen. Sicher nicht. Deine Schwester will nicht länger so viel Stahl sein. Das muss sie nicht. Was hast du vor? Warum beharrt Friedrich weiterhin so vehement auf seiner Unschuld? Es besteht kein Zweifel, dass er hinter allem steckt. Trotzdem... Und trotzdem? Langsam frage ich mich, ob ich ihm nicht doch Unrecht tue. Hat er so auf seiner Unschuld beharrt? Werner, wenn bisher herauskam, dass er mich belog, dann hat er zu allem gestanden und es bereut. Mila, seine Affäre mit Natascha Schweizer, deren CD-Produktion. Von den Querelen um Paulines Anteile immer ganz abgesehen. Ja, wäre doch ein bisschen viel, alles aufzuzählen. Dieses Mal beharrt er felsenfest darauf, mit der ganzen Intrige nichts zu tun zu haben. Also wenn das eine neue Taktik ist, dann hat er sein erstes Ziel schon mal erreicht. Du zweifelst, ob du ihm Unrecht tust. Naja, ich würde an seiner Stelle genauso handeln. Ach, es ist schon erschütternd, wie ähnlich ihr euch in manchem seid. Charlotte, bitte keine Beleidigung, ja? Geht es jetzt weiter? Ich kann so einfach nicht mit ihm zusammenbleiben, auch wenn ich ihn noch liebe. Ja. Manchmal braucht es eben einen harten Schnitt. Du meinst Scheidung? Damit werde ich mich wohl auseinandersetzen müssen. Aber es ist alles noch viel zu frisch, um solch eine Entscheidung zu treffen. Den ganzen Tag Zeit. Wird aufgehalten. Ja. Reinschlüpfen, das wirst du ja mal noch können. Ich dachte, wir machen Zirkeltraining. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Tag dein Gejammer anzuhören. Und gegen wen boxe ich? Gegen mich. Wir werden ja sehen, wer am Ende lacht. Ja, aber Sie haben nur einen Arm. Ich, wir boxen. Du boxst. Und ich boxe es gegen Ihre... Pratze. Hör zu, komm. Donner, geht's einfach drauf los. Ja, mach, komm. Bisschen Donner darf schon sein. Ich will ihn halt echt nicht wehtun. Ja, komm. Oh, da war die schon recht. Komm, nochmal. Andere Seite. Super, nochmal, komm. Und eins, eins, zwei. Und haken. Und nochmal haken. Stopp. Beinarbeit. Was?
Beinarbeit. Unten, das ist genauso wichtig wie oben. Mhm. Okay? Und? Linkes Bein vor. Linke Vorhand vor, komm. Und ganz wichtig. Dick, komm. Komm, 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Nochmal 1, 2, 2. Deckung! Au! Oh. Sie sind jetzt einfach auf mich zugekommen. Ich hab gesagt, Beinarbeit. Sie haben mir keine genauen Anweisungen gegeben. Ein bisschen mitdenken, ja? Tut sehr weh. Wie konnte er mich so schamlos hintergehen und belügen? Ein Heiliger war Sebastian ja nie, aber mir vorzuspielen, er hätte wieder Krämpfe. Das macht jede vorherige Schmerzattacke zur Farce. Welche war echt, welche nicht? Wie oft habe ich gedacht, ich drehe durch vor Angst, dass seine Therapie nicht anschlägt und er stirbt. Und ich mein letztes bisschen Familie auch noch verliere. Wir haben doch nur uns. Ich kann mir vorstellen, wie sehr sie das getroffen haben muss. Monatelang gibst du vor, jemand anderes zu sein. Und du betrügst und belügst die Leute, die du gerne hast. Und dann alles wegen so einem Mistbeutel. Ich bin froh, dass ich es dir gesagt habe. Der Tag der Wahrheit rückt näher. Ja, ich glaube, sie möchte es den Stars so schnell wie möglich sagen. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken. In unserer ist es nicht viel besser. Wie meinst du das? Julia braucht jeden Fürsprecher, den sie bekommen kann. Wir müssen den Leuten klar machen, dass sie das nicht getan hat, um jemandem zu schaden oder sich selbst zu bereichern. Wir müssen zugeben, dass wir das gewusst haben, Tina. Julia hat sonst niemanden. Naja, du bist ja auch fein raus. Weil? Selbst wenn der Chef anderer Meinung ist, die Chefin würde dir niemals kündigen. Was? Nach der Sache mit der Bombe hast du ja wohl einen Stein bei ihrem Brett. Da wäre ich mir nicht so sicher. Mich kündigen sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Aber wenn es so kommen sollte, dann gehen wir zwei gemeinsam. Denkst du, wir müssen ins Gefängnis? Vor Gericht auf jeden Fall. Egal. Wir stehen hinter Julia. Wir lassen sie nicht allein. So, Sie haben sich also nach den Ochsenbäckchen erkundigt. Ja, genau. Heute hätte ich welche da, eine Rotweinsauce mit Schmorzwiebeln. Ah, wunderbar. Sie müssen es nicht jetzt entscheiden. Ich kann auch später noch mal wiederkommen und dann schauen wir einfach, wie... Sie entschuldigen mich kurz? Ja, natürlich. Wegen vorhin, hast du es deinem Verlobten wieder gebeichtet? Was? Also wenn ja, ich will nicht, dass du meinetwegen Stress mit ihm bekommst. Wenn du möchtest, dann rede ich mit ihm. Nein. Ich muss mit dir reden. Was ich dir eigentlich am See sagen wollte, dass... Also ich habe auch immer noch nicht verstanden, was du eigentlich gemeint hast. Und warum du mir deine Kette geschenkt hast. Können wir ein paar Schritte gehen? Niklas, du wirst mir das nie... Niklas? Was werde ich dir nie? Niklas, warum gehst du nicht an dein Handy? Ich hab's nicht dabei, was ist denn? Ist irgendwas mit der Fleischlieferung fürs Bankett schiefgelaufen. Da wurde nur Fisch bestellt. Ja, wie auch immer. Also kümmere dich drum. Ja, ich mach's später. Nein, bitte jetzt. Der Lieferant ist noch da. Na, alles in Ordnung? Ach, gar nichts ist in Ordnung. Charlotte und ich, die ganze Situation ist völlig verfahren.
Sollte es zur Scheidung kommen, dann werde ich meine Hotelanteile wohl nicht behalten. Was dann aus deinem Atelier wird... Ach Gott, das ist doch gar nicht wichtig jetzt. Und denkst du nicht, dass sich das wieder einrenkt mit dir und Charlotte? Das glaube ich nicht. Aber nach meinen ganzen Lügen bin ich wohl selbst schon schuld. Sie sind's. Habe ich Sie nicht gewarnt? Bitte? Ein Arzt, der sich nicht an die Schweigepflicht hält. Moment. Das wird dem Bichelheimer nicht Moment. Gefallen. Moment. Ich habe niemandem ein Wort gesagt. Ah, dann hat Sophie sich das aus den Fingern gesaugt, dass ich wieder gesund bin. Hat sie Sie darauf angesprochen? Allerdings. Und jetzt frage ich mich, woher hat sie das gewusst? Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Verkaufen Sie mich nicht. Fassen Sie mich nicht an. Ich habe niemandem ein Wort gesagt. Woher weiß sie es dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich jemand Zutritt zu meiner Praxis verschafft. Vielleicht habe ich unvorsichtigerweise Ihre Akte irgendwo liegen lassen und jemand hat reingeschaut. Ich kann es Ihnen dann leider nicht sagen. Aber wenn Sie Lust haben, dann zeigen Sie mich ruhig an bei der Ärztekammer. Wenn Sie keine anderen Probleme haben. Ich habe aufgrund der Sachlage nichts zu befürchten. Aber Sie, was Sie vorhaben, ist eine Straftat. Glauben Sie wirklich, ich hätte nicht längst durchschaut, warum Sie Frau Stahl diesen Sterbenskranken vorspielen? Sie wollen an Ihr Erbe ran. Aber da mache ich nicht mit. Mmh. Schon was Feines, so ein Krapfen, hä? Gibt's noch einen? Und du, heute Abend gibt's Würstel und Kraut. Na ja, dann esse ich halt nur zwei Paar Bühner. Ein paar. Das sehen wir dann schon, Hildegard. Also? Danke. Du, ich habe 6 Paar Würstel gekauft, falls Charlotte noch mit isst. Das glaube ich zwar kaum, aber ja. Ja, aber hat sie dir eigentlich gesagt, wie lange sie bleibt? Nein, da haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet. Weißt du, ich möchte sie nämlich gerne in diesen Putzplan einbinden. Wie bitte, Hildegard? Nein, das... Das kannst du nicht machen. Was kann ich nicht machen? Ja, wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie lange die Charlotte überhaupt bleibt. Ja, aber das wäre doch ungerecht der Schweizer gegenüber. Ach. Oder möchtest du vielleicht die Schichten von deiner Charlotte übernehmen? Hm? Also erstens ist es nicht meine Charlotte. Und zweitens... Ich höre. Kommt es überhaupt nicht in Frage, Hildegard? Sie ist in einer Notsituation und da ist es ganz selbstverständlich, dass man hilft. Das tun wir ja auch. Ohne das an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Ja, was gibt's jetzt da zu lachen? Wie du dich schon wieder verteidigst. Ach was, Hildegard, ich mach mir ganz andere Gedanken. Was denn? Ja, es war zwar nett von der Natascha Schweizer, dass sie die Charlotte zu uns gebracht hat, aber... Ich weiß schon, was du sagen willst. Die beiden Frauen sind keine Freundinnen. Ganz und gar nicht. Ja? Hoffentlich kracht es nicht noch gewaltig. Robert, ich bekomme das schon hin. Ich habe es zwar ewig lang nicht mehr gemacht, aber irgendwie muss ich mich ablenken. Momentan macht das keinen Sinn. Ich kann Friedrich einfach nichts mehr glauben. Das ist lieb, aber ich möchte jetzt nicht weg von hier. Ja, mach ich. Ganz liebe Grüße an Eva und Valentina, ja? Danke, wir hören uns. Ich dachte, ich muss die Kutschfahrt alleine machen. Dann wäre es ja keine Entführung. Dazu gehört nämlich, dass man seinem Entführer irgendwann in die Hände fällt.
Das ist also der große Unterschied zu unserer Kutschfahrt vor 35 Jahren. Also ich wusste schon immer, dass du die Richtige für mich bist. Tja. Manchmal muss man weite Wege gehen, um zu erkennen, dass man sich geirrt hat. Ich liebe dich, Friedrich. Sehr sogar. Es gibt keine Frau, mit der ich lieber mein Leben verbringen möchte. Und deshalb wünsche ich mir nichts mehr, als dass du mich heiratest. Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Versprich mir, dass wir ab jetzt immer ehrlich zueinander sind. Ich werde nicht zulassen, dich noch einmal zu verlieren. Das wirst du nicht. Nie wieder. Ach, da habe ich doch richtig gehört. Hallo, Frau Schweizer. Oh, Sie waren shoppen? Ja, ich möchte ein Bœuf Lamotte kochen. Ein Büffel was? Bœuf Lamotte. Einen Rinderschmorbraten. Aha, den kochen Sie? Als kleines Dankeschön für Alfons und Hildegards Gastfreundschaft. Aha. Ja, Sie wissen schon, dass Frau Sonnbichler eine hervorragende Köchin ist. Das ist mir nicht entgangen. Also ich meine ja auch bloß, ich würde jetzt auch für keinen Konditor eine Torte backen, also wenn ich jetzt nicht backen könnte. Auch wenn Sie glauben, ich sei mit dem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Mein Ex-Mann und ich, wir haben anfangs immer überall mit angepackt, auch in der Küche. Nichts für ungut. Können Sie denn kochen? Ich? Na, so wunderbar, dann können Sie mir doch helfen. Ja, selbstverständlich. Oh, Ihr Schnittlauch. Würfeln Sie das bitte in ganz kleine Würfel. Ja, nichts leichter als das. Du hast es ihnen noch nicht gesagt. Sonst wäre ich nicht mehr hier, oder? Das heißt? Ich werde es Ihnen auf jeden Fall sagen, aber es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht willst du es dir ja noch mal überlegen. Wieso? Kriegst du sonst einen Krampfanfall? Ich verstehe ja, dass du sauer bist. Ich bin nicht sauer. Ich bin einfach nur verletzt und enttäuscht. Und ich bin froh, wenn dieses Lügen ein Ende hat. Ja, das verstehe ich ja. Nochmal. Das hätte Sophie nicht gewollt. Wollte sie bei einem Autounfall sterben? Wollte sie, dass wir ins Gefängnis gehen? Es gibt keine andere Möglichkeit. Was ist, wenn ich eine hätte? Abhauen auf gar keinen Fall. Setz dich. Du könntest den Stahls die Gelegenheit geben, sich von Sophie zu verabschieden. Sophie stirbt. Ganz offiziell. Endgültig. Das ist nicht witzig. Das ist mein voller Ernst. Wir täuschen deinen, also Sophies Tod vor. Die Stahls können sich von Sophie verabschieden und wir tauchen unter. Irgendwohin, nach Thailand. Da, wo wir glücklich waren. Du meinst es ernst, oder? Es ist für alle Beteiligten das Beste. Nach all dem Leid, das Friedrich durch Sophie erlitten hat, sollen wir ihm jetzt noch mehr Schmerzen zufügen? Das macht keinen Unterschied. Wenn ich sterbe und Sie um mich trauern? Ja, immerhin trauern Sie um eine Sophie, die Sie geliebt haben. Und die umgekehrt mehr für Sie empfunden hat als die wirkliche Sophie. Du bist verrückt. Es ist nur realistisch. In beiden Fällen ist Sophie tot. Macht keinen Unterschied. So, und was jetzt? Jetzt heißt es 2 Stunden warten. Wunderbar. Brauchen Sie den noch zum Ablöschen nachher? Das Beste beim Kochen ist doch der Kochwein. Möchten Sie auch ein Schlückchen? Nicht für mich. Ich muss meinen Kummer nicht ertrinken. Ach, nein, so war das jetzt auch nicht gemeint. Aber so ein kleines Schlückchen Rotwein. Wenn Sie reden möchten. Danke. Ich kann auch gut zuhören. Entschuldigen Sie, aber Sie sind wirklich die Letzte, mit der ich über meine Ehe mit Friedrich reden möchte. Gut. Wissen Sie was?
Dann erzähle ich jetzt einfach was, weil ich kann mich wahnsinnig gut in Ihre Situation hineinversetzen. Also das war in Hamburg. Oh, das ist ja schon etliche Jahre her. Ein Dramaturg. Mein Gott, war der Kerl verrückt nach mir. Da meine Halskette, hier mal ein Armband. Aber irgendwann, da habe ich ihn dann erhört. Und von da an waren wir jede Minute zusammen. Ja, und irgendwann konnte ich auch gar nicht mehr ohne ihn. Ich meine, Sie wissen doch, wie das ist, oder? Ehrlich gesagt. Ja, er hat mir den Himmel zu Füßen gelegt. Und dann hat er mich bekniet, dass ich meine Karriere für ihn beende, um mit ihm auf den Landsitz seiner Eltern zu ziehen. Und wissen Sie was für Marlene? Da wollte er einen Pony kaufen. Ja, und dann, eines Tages, Prösterchen. Und dann erfahre ich eines Tages im Theater von einem Beleuchter, dass der Mistkerl, während ich auf der Bühne stehe, es mit der Zweitbesetzung treibt. Ich weiß wirklich nicht, was ich damit zu tun haben sollte. Oh, also ich sehe da aber schon die ein oder andere Parallele. Ich meine, er hat mich betrogen, er hat mich belogen. Wenn Sie auf Ihre kleine Affäre mit Friedrich anspielen, glauben Sie mir, nach all den Jahren kann mich das wirklich nicht mehr erschüttern. Naja, wie dem auch sei, als ich ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt habe, entschuldigen Sie mal, da hat er mich angebettelt und gebeten. Aber nein, ich bin hart geblieben. Denn ich sage Ihnen eins, kein Mann ist es wert, dass man sich lange die Augen nach ihm ausweint. Und wissen Sie was? Das Wichtigste ist doch nur, dass man sich abends selber noch im Spiegel anschauen kann. Ich weiß wirklich nicht, was ich damit zu tun haben soll. Aber ich. Ich. Das ist alles, was Sie können. Von aufrichtiger Liebe haben Sie doch überhaupt keine Ahnung. Sie wissen nicht, wie das ist, wenn man immer wieder verletzt wird. Und dazu gehört nämlich, dass man ein bisschen was von sich selbst gibt. Aber Sie nehmen immer nur, lassen Sie mich doch in Ruhe! Mit Ihrer selbstverliebten und egozentrischen und... Was gibt's denn da zu lachen? Das habe ich jetzt gerne gemacht, Frau Saalfeld. Jetzt haben Sie endlich mal ein bisschen Dampf abgelassen. Ich hoffe, Ihnen geht's jetzt besser. Danke. Willst du es dir nicht noch mal überlegen? Was ist mit Nils? Hä? Er könnte mitkommen. Ihr könnt eine Surfschule aufmachen und... Naja, immerhin wärt ihr zusammen. Warum verbaust du dir das alles? Du denkst, Niklas würde dir verzeihen? Was? Ist es das? Spekulierst du darauf, dass... seine Liebe zu dir größer ist als seine Enttäuschung, dass du ihn monatelang angelogen hast? Hör auf. Ja, was ist dann? Dann trennst du dich von Nils und ihr lebt glücklich bis ans Ende eurer Tage. Du sollst aufhören! Entschuldigung, meine Nerven. Glaubst du, es ist einfach für mich? Aber es ändert nichts. Julia, bitte. Hör auf zu betteln. Du hast bis morgen früh Zeit. Dann gehe ich zu Friedrich. Ich soll abhauen. Das wolltest du doch. Du willst das alles alleine auf dich nehmen. Wir werden uns eine Weile nicht sehen. Wüssten Sie, wie viel mir die Kette bedeutet. Ist sie das? Ja. Bobby? Ja.
weiß nicht, was ich dann mache. Ich auch nicht. Deep inside me, alone in the dark. But now you've come along. And you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my night. Oh, hübsch. Bitte? Die Kette. Ach so, ja. Die gehört Sophie. Ich dachte doch gleich, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder besser gesagt, hat Sophie gehört. Sie war eben so wahnsinnig wichtig und von einem Tag auf den anderen. Sophie hat die Kette von unserer Mutter bekommen. Und plötzlich möchte sie, dass ich sie habe. Vielleicht deswegen? Wirklich? Ist doch eigentlich schön, dass sie nach all der langen Zeit, in der sie sich nicht gesehen haben, sich so gut verstehen. Und dass ihre Schwester so viel bedeuten, dass sie ihnen sogar diese Kette schenkt. Und das, nachdem du für ihn alles auf dich genommen hast. Naja, ist es im Gefängnis schöner, wenn er neben mir sitzt? Du bist zu gut für diese Welt. Ja, genau. Und jetzt lass uns von was anderem reden. Ich hätte gern, dass ich meinen letzten Tag in Freiheit noch genießen kann. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Wäre schöner für dich, wenn Tina und ich in einer Zelle mit dir wären. Ihr zwei werdet ganz bestimmt nicht für meine Fehler bezahlen. Das lasse ich nicht zu, auf gar keinen Fall. Es war dumm und egoistisch genug von mir, euch einzuweihen, aber ihr zwei wisst von nichts, okay? Das kann ich dir nicht versprechen. Bitte, Nies, das musst du mir versprechen. Ihr haltet euch da raus, ja? Das kann ich nicht. Tina und ich haben eine Abmachung. Eine für alle und alle für eine. Konntest du sie also nicht umstimmen? Julia hat mir bis morgen früh Zeit gegeben, dann will sie den Staat alles beichten. Was ist, kommst du mit? Was glaubst du, dass ich freiwillig ins Gefängnis gehe? Auch wenn ich nicht weiß, wie ich sie ohne Mila aushalten soll. Wir finden eine Möglichkeit, sie nachzuholen, später. Versprochen. Ja. Vielleicht gibt es ja noch mal Gelegenheit, sich an Friedrich zu rächen. Ja, vielleicht. Ich will nicht drängen, aber... Bis morgen früh ist noch jede Menge Zeit. Je eher wir wegkommen, desto besser. Trotzdem sollten wir uns jetzt ganz in Ruhe überlegen, was noch alles zu tun ist. Wein? Ja, vielleicht. Das war's jetzt mit Konopka als Trainer. Wie? Ja, ich habe ihn ja praktisch K.O. geschlagen heute. Ach so, aber das ist doch super. Super. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich brauche jetzt ganz dringend einen neuen Trainer, sonst habe ich gegen den Heinemann überhaupt gar keine Chance. Tina, ich sag den Kampf nicht ab. Ich weiß. Ja, das wäre super peinlich. Ja, es ist wirklich viel besser, sich die Rübe einschlagen zu lassen. Und genau deswegen brauche ich einen guten Coach. Wer braucht einen guten Coach? Ich?
Wäre ja froh, wenn ich halb so gut boxen könnte wie du. Ja, ich meine, warum trainierst du ihn denn nicht? Wär ich? Boah, das wäre echt super. Nee, ohne mich. Wieso nicht? Also, erstens habe ich mit meinem Training schon genug zu tun. Und Quatsch, wenn du mich trainierst, trainierst du doch selbst mit. Und zweitens kannst du dir mich überhaupt nicht leisten. Was kostet denn sowas? 100 Euro. Für eine Dreiviertelstunde. Okay, das ist echt ziemlich teuer. Bitte. Na gut. 50. Weil ihr es seid. Abgemacht. Aber wir waren doch schon so lange nicht mehr kegeln. Und der Birnbacher hat gesagt... Ja, Überraschung! Was ist denn hier los? Und vor allen Dingen, was riecht denn hier so gut? Entschuldigung, jetzt wollte ich Ihnen nicht den Auftritt verderben. Große Auftritte sind sowieso Ihr Mädchen. Ja, Frau Saalfeld hat nämlich das Dings, wie hieß das jetzt nochmal? Böfflermott. Nach dem Rezept von deiner Mama. Ach, ich hoffe, es ist uns gelungen. Also bitte, es schmeckt ganz ausgezeichnet. Und das haben Sie beide miteinander gemacht? Frau Schweizer hat mir geholfen, ja? Ja, so, und jetzt kommen Sie her, setzen Sie sich. Es ist nämlich alles vorbereitet. Ja, dann. So. Vielen Dank. Bitte sehr. Okay. Bier oder Wein? Also wenn es beides gibt, gern ein Bier gegen den Durst und dann einen Schluck Roten. Wunderbar. So, Bierchen. Und was möchten Sie trinken? Ich nehme ein Glas Rotwein und ein bisschen Wasser. Wundervoll. Kommt sofort. Was gibt's dazu? Semmelknödel. Ah, wie sich's gehört. Also, dass wir in unserem eigenen Haus noch mal so bekocht werden. Ja, und vor allen Dingen von... Ja, uns beiden. Wollten Sie das gerade sagen? Ja, so in etwa. Also, ein bisschen Verwunderung darf schon sein, oder? Ist doch schön. Naja, in Krisenzeiten halten Frauen eben zusammen, nicht wahr? Hallo. Bist du schon in der Küche? Nein, noch nicht, aber ich kann vorher gerne bei dir vorbeischauen. Nein, ich bin noch nicht da. Aber ich muss euch dringend sprechen. Dich und Vater. Ihn auch? Ist das wegen der Sache, die du gestern schon erzählen wolltest? Ja, ich... Gestern war leider nicht der richtige Zeitpunkt. Kannst du ihm bitte Bescheid geben? Ist alles in Ordnung? Ja, ich... In einer halben Stunde. In der Wohnung? Ja, okay, ich bin da. Sophie? Morgen, Niklas. Sophie will uns sprechen. Sie kann ziemlich aufgewühlt. Ist sie schon da? Ich glaube, sie hat bei Nils geschlafen. Wir sollen in der Wohnung warten. Hat sie gesagt, worum es geht? Nein, aber es klang sehr wichtig. Sie wollte uns das gestern schon erzählen. Morgen. Du bist zu spät. 2 Minuten, ich bitte dich. Die ziehe ich dir von deiner Trainingszeit ab. Das ist einfach ein bisschen so streng. Das ist doch normal unter Kumpels, oder? Mhm. Also, vielen, vielen Dank, dass du mir hilfst. Weil ich weiß ja, du bereitest dich gerade selber auf den Kampf vor. Mach ich doch gerne. Also, willst du gar keine Kohle? Ja, träum weiter. Fang schon mal an, dich warm zu machen. Ei, das geht aber nicht von meiner Trainingszeit ab. Fang an. Ja. Du, bevor wir loslegen, würde ich gerne noch was mit dir besprechen. Wozu? Weitermachen? Ja. Ich mach dich echt gerne für deinen Kampf fit. Und das ist auch richtig super, weil ich glaube, mit einer Profiboxerin als Coach habe ich tatsächlich eine Chance. Ja, aber das bedeutet auch, dass Tina und ich jetzt uns häufiger sehen. Und ich habe echt kein gutes Gefühl dabei, ihr ständig was vorzumachen. Musst du doch gar nicht. Kannst du ihr nicht einfach sagen, dass wir was miteinander hatten? Nein, ey, das haben wir besprochen. Das muss sie nicht wissen. Ja, aber das ist nicht fair. Ich mag Tina. Tina ist echt eine Nette. Natürlich ist sie eine Nette, aber das hat doch... Hast du doch selber gesagt, ihr wart doch nie mal zusammen. Also wo ist dein Problem? Thank you.
Wir brauchen das Geld für deine Therapie. Du musst das für mich machen. Was meinst du? Du bist jetzt ich. Geh zu meiner Familie und hol das Geld. Das darf nicht sterben. Ich mach alles, was du willst. Aber du wirst wieder gesund. Ich liebe dich. Ich dich auch.